Ja. Lumi, pst. Was sagt das über euch? Das sagt über euch, dass ihr viele, viele alte Filme guckt. Verstehst du was drehen? Nee. Ja, Damo hat recht. Naja, ich benutze halt einfach nicht die alten Worte von Das früher. sieht für mich so nach einem Schiebeding aus. Ach so, kann ich das ziehen? Nee. Möchte gern klopfen. Kann ich klopfen? Nee, auch nicht. Hä, aber was willst du Haben von wir mir? noch den Schlüssel von eben? Nö, wir haben nichts mehr. Nee, keine Items mehr. Ich kann das irgendwie hoch und runter machen, aber ich verstehe es nicht. Kannst du das hochmachen und mit dem Okular gucken? Vielleicht ist was drunter. Nee, kann ich nicht. Ah. Das will nun nicht. Okay, dann eben nicht. Ach, ich Griff könnte mir, sagt aber stimmt, nein. ich könnte mir ja insgesamt mit dem Okular noch ein bisschen noch mal das ganze Ding angucken. Das war's. Zwei, drei. Oh. Warte, kann ich da näher ran? Ich will da näher ran. So. Ah. Ah, oh, wirklich? Okay, dann muss ich's doch. Was kann ich da denn tun? Ein Stellrad eines Sees, aber es fehlt ein Teil. Was fehlt denn da? Immer fehlt was. Kann man die schieben? Nee, die kann man nicht schieben. Ja, ist ja in Ordnung. Immer jammert das so. Kann die an was machen? Nee. Okay. Das hilft mir nicht. Kann ich von oben noch irgendwas tun auf dem Ding? So hier? Oder dann den da? Mal hier jetzt was. Aha. Was ist? Okay. Jetzt wird es wieder interessant. Was ist das? Was kann ich da tun? Das drehen? Nee. Oh. Ah, das ist so eine Art. Oh, das ist so eine Art Balance. Okay. Murmelbahn mal anders. Ja, ich muss nur versuchen, es mal hinzukriegen. Das will ich ja nicht. Geht ein. Nein, falsche Richtung. Nein! Nein! Ja. Ja. Na schick, na schick, Jetzt. na schick. Ah, haben wir es. Okay. Oh. Wir haben Post ein. Wir haben einen. Sie haben Post. Ja, vielleicht muss ich das damit angucken. Oh. Basteln Würfel draus. Oh, ja, das ist wieder so. Oder das, nee, kein Würfel, das Symbol, was drauf war. Warte mal, ich muss nochmal ausmachen. Zwei Böbel und okay. Der Böbel ist da drüben. Also muss ich so. Ja. Und nu? Ja, und nu? Also, ich wollte gerade sagen. Wir haben einen Brief gefunden. Wir haben einen Brief gefunden. Das ist richtig. Und weiß ist der rumgegangen? Ein Schlüsselloch. So schön. Aber kein Schlüssel. Kann ich jetzt mit dem was machen? Hallo. Ich möchte hier arbeiten. Ich möchte lösen. Verdammt. Okay, dann gehe ich hier nochmal weg. Lass mich in Frieden. Das hilft mir aber nicht weiter. Hast du eigentlich die vier Symbole auf der linken Seite schon gemacht?
Ihr Symbol auf der linken Seite? Ja, nö, das da. Hab ja noch nicht alle. Oh, warte mal. Aber hier war ja was. Vielleicht ist das so ein komisches Ding. Zwei und so ein komischer Schlüssel. Muss ich gemein sein oder bist du vernünftig und trinkst von selbst? Ja, ich trinke. Ich trinke. Ich trinke. Ich trinke ja schon. So. Vielleicht gibt es ja so komische Schlüssel. Nee, gibt's nicht. Hätte mich auch gewundert, weil du keine Position dafür gegeben hast. Stimmt. Das habe ich auch immer noch, wo ich nicht weiß, was ist. Was ist eigentlich oben? Vielleicht gibt's ja oben noch was. Guck mal, hier. Hier oben. Da ist doch. Ah, guck mal, hier ist noch ein Symbol. Sieht aus wie eine Presse. Ja, ist in Ordnung. Die Presse oben. Wo war das? Oben links. Presse oben links. Presse oben links. Na komm. Presse oben links. Brauchen wir noch das? Das könnte ich jetzt blutforcen, aber das will ich nicht. Irgendwo muss es noch einen Hinweis dazu geben. Oder ist ein Stern? Guck mal, was sagen? Das ist ein Stern. Was macht denn der Stern hier? Warum ist da ein Stern? Was hat er gesagt? Ein Stern. Eine sternförmige Aussparung. Ich könnte dir jetzt was sagen. Ja, aber du kennst das Spiel schon. Ja. Ja, das ist ja doof. Ich hab ja. Ich hab vielleicht ja, nochmal mit dem Okular gucken. Oh, stimmt. Ich könnte ja hier mit dem Okular gucken. Ui, dreh dich. Nein. Also da ist ja irgendwie nichts. Vielleicht. Warte, unten. Ich versuch gerade. Ich arbeite mich jetzt nach unten. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Oh, da ist noch was. Da ist noch was, Leute. Da ist Kuno. Da ist Schlüssel 5. Schlüssel 5. Und Schlüssel 2. Titel dumm und Titel 3. Schlüssel 5. Nein! Ich hab verstanden, was du damit meinst. Achso. Dann bringen wir nichts mehr. Die haben wir schon. Kannst du von unten vielleicht an das Ding ran? Nee, ich kann das Ding nicht weiter runterheben. Da geht nichts. Okay. Ich war doof. Kannst du jetzt vielleicht an der Klappe was machen? Was hier? Da, wo du vorher nicht ziehen konntest. Oh ja, ich komme jetzt auch näher dran, aber. Nö. Dann. Was dann? Knopf? Ja. Oben. Oh. Nee. Nee, hab ich nicht. Das ist einfach nur. Hätte ja. Okay. Hätte ja sein können. Ah ja, links und unten sind die Dinger auch. Warum kann ich das hoch und runter bewegen? Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Aber welchen? Aber jetzt kann ich ja hier ran. Vielleicht sehe ich jetzt. Ich was. Weiß es. Weißt es? Ja, dann. Mhm. Die Schlüssel. Über dem Schlüssel war 5. Unter dem Schlüssel war 2. Vielleicht 5-mal nach oben, 2-mal nach unten. Können die natürlich machen. Stimmt. 1, 2, ne, das geht ja nicht. Das geht ja immer nach unten. Achso, kannst du das nicht in die Mitte einfach repositionieren? Das bleibt ja, das fällt immer runter. Weil wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe und lass es los, dann geht es jetzt von ganz alleine runter. Und du kannst es nicht einfach mit der Maus nicht loslassen, sondern hin und her bewegen. Doch, das kann ich auch. 1. Ja, dann mach das mal. 2. 4. 5, 1, 2. Nee. Mach versuchen wir nochmal 5 nach oben. 1, 2, 3, 4. Ups, jetzt war jetzt runter. Verdammt. Aber ich glaube nicht, dass das ist. Ich fühle mich ja wie so im Aerobic-Studio. Und hoch und Step 1, 1, Step 2. 4,
Berg links. Blick in die Tiefe, Blick in die Tiefe. Ihr denkt wieder zu kompliziert. Schaut ihr das ganze Ding von... Ich will's dir nicht so einfach machen. Was? Kompliziert. Schaut ihr das ganze Ding von bis unten. Da fehlt ein oben. Genau an. Okay. Können wir uns hier mal die Schnitzereien angucken? Vielleicht ist da ja was unterschiedlich. Nee. Das sieht auch gleich aus. Da ist ein Stern. Ja, den habe ich schon, aber der, das ist nur eine Vertiefung. Da komme ich nicht ran. Okay. Da ist auch nichts. Was war denn da unten? Ah nee, da habe ich einen Buchstaben rausbekommen. Genau. Nee, ist da nicht noch was drin? Nee, das war der... Ah nee, das war der Hebel. Genau, das war dieser Hebel. Die Tiefe schimmert. Die Tiefe schimmert? Vielleicht einfach mal frontal das Ding angucken mit dem Okular. Die Tiefe schimmert. Nein, ich habe noch nicht alle vier. Mir fehlen noch eins. Ich will es nicht blutforcen. Ich könnte es blutforcen, aber das ist Blödsinn. Das mag ich nicht. Verschimmert. Bestimmt gibt es irgendwo das Symbol. Aber vielleicht ist Bruteforcing hier die Lösung. Wahrscheinlich geht es darum, dass das Symbol, was wir brauchen, irgendwo schimmert. Das irgendwo reingeritzt. Das ist so meine Vermutung. Lumi, ihm fehlt leider der richtige Blick. Vielleicht von oben. Nochmal von oben. Drauf gucken, meine ich. Ja, mehr oben geht nicht. Das ist ganz oben. Mehr oben ist nicht. Warte, ich will kurz gucken. Lass mich einmal kurz so rumdrehen. Einmal im Kreis. Bis ich einmal wieder vorne bin. Nee, also das Blinken bringt mir nichts. Jetzt mal die Brille nochmal auf. So, Brille. Das eine Teil. Was die Platte leuchtet? Was leuchtet? Die Platte mit dem Schlüsselloch, das haben wir ja schon. Ja, das ist schon, das wissen wir ja schon. Das ist ja die Stelle, wo das Loch ist. Es fehlt der Blickwinkel. Nein, das will ich jetzt, ich will jetzt noch keinen Tipp. Was ist, wenn du hast du dir schon den Stern mal angeschaut im mit dem Okular. Kann ich hier vielleicht was anderes noch eintippen? Was passiert, wenn ich hier was anderes eintippe? Ah, nee, nicht. Okay. Kannst du nicht mehr. Aber vielleicht kann ich... Warte mal. Nee, okay. Hätte ja sein können. Kann ich das L wieder nehmen? Nee, auch nicht. Ja, mach mal Bisas Idee. Welches? Stern mit dem Okular angucken. Klar. Okay, warte. Ups, da ist er. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Sternchen in der Wand. Ich kann es mir nicht angucken. Er guckt unten drunter. Jo. Oh, jetzt kein. Kann ich versuchen. Aber dann mal vielleicht so. Er guckt immer mittig. Auf Sachen drauf. Nee, ist aber auch nichts. Nee. Vielleicht unter das Ding gucken? Aber warte mal. Jetzt so? Das hatten wir ja schon, den einen. Den einen haben wir ja. Gucken wir mal von... Nee, von unten geht nicht. Dann kriege ich es nicht angeguckt.
Ja, ich meine komplett unter das Ding gucken. Ich kann nicht unter das Ding gucken. Das ist die maximale Tiefe. Mehr geht nicht. Kannst du jetzt das Okular benutzen und da vielleicht noch was sehen? Nee, ne? Nee, da siehst du auch nicht mehr. Und unter den anderen Kasten, der Safe. Das ist die, ich meine, irgendwas muss ja hier an der Seite sein. Nee, das ist das, was aufgeht. Die Seite halt. Ja, ich meine die andere Seite, links. Das mit das. 2 und 5. Kannst du vielleicht. Was ist jetzt passiert? Glitch. Hä? Ich klicke auf die eine Seite und er geht auf die andere Seite. Ja, okay. Oh. Weil ich wahrscheinlich da hier. Seite ist ja was zum Drehen. Irgendwas brauche ich hier. Irgendwas muss ich hier machen. Aber was? Putz. Oh, warte mal, kann ich die irgendwie. Die Scharniere! Putz. Ja. Das Scharniere? An der Seite? Von der anderen Seite vielleicht. Nicht da, sondern von der anderen Seite. Ja. Ich versuche es. Ja, ich bin wieder auf der anderen Seite. Kannst du das zufällig drehen? Nein, er sagt mir, da fehlt noch was. Na, jetzt. Na? Hallo. Es ist ein Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Oben sind Punkte. Was machen die denn? Warum sind da oben Punkte? Kannst du es zufällig? Kannst du an der Seite irgendwie was drücken? Ich kann mal die Dinger hier durchgehen. Nö, das nicht. Nö. 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 Hey, die kann ich die da? Nee, das sind so Stifte. Die würden sich dann bewegen, wenn der Safe offen ist. Das ist der Verschluss, aber. Oder vielleicht das linke, wo die. Wir haben doch alle Symbole, oder? Nee, haben wir nicht. Uns fehlt eins. Uns fehlt eins, aber ich will es nicht blutforcen. Muss ich das blutforcen? Blickt nicht so Brut, hoch. Brut, nicht Blut. Ja, Blut, Brut. Blickt nicht so hoch. Schreibt Klaus rein. Kann ich nicht. Ihm fehlt eine Okular. Also Lumi sagt irgendwas mit dem Okular. Das könnte schon was sein, ja. Und mach mal mit dem Okular hier, bitte. Und blick nicht zu hoch. Kannst du jetzt drehen? Nur so machen. Ich habe nämlich eine ganz böse Befürchtung. So und dann jetzt drehen, sagst du? Ja, andere Richtung. Andere Richtung. Kommst du noch weiter? Ja klar, ich komm ganz weit. Ich will nur langsam drehen. Wird mir nichts verpassen. Okay, es war auf jeden Fall nicht, was ich gedacht habe. Ja. Oh ja, ich bin ein. Oh, warte mal. Kann das sein, dass ich aus den Dingern so einen Symbol krieg? Könnte sein. Darf ich dir einen Tipp geben? Noch nie. Noch nie. Noch bin ich. Gib ich nicht auf. Okay. Kilburn, grüß guten dich. Guten Abend, Kilburn. Moin, Kilburn. Außerdem würde auch der Wolf das noch nicht wollen. Der Wolf rätselt auch gerne, ich weiß das. Putz, hast du das eine gesehen? Hab ich das eine gesehen? Welches eine? Was ist denn das eine? Dreh mal zurück. Ich dreh mal zurück. Weiter. Meinst du das hier? Weiter. Weiter? Da links. Oh, ich hasse es. Er hat's gefunden. Er hat's gefunden. Aber was ist das für ein Symbol? Das sind zwei Pfannen mit einem Nagel durch. So sieht es aus. Das könnte natürlich sein. Ich versuche mal zwei Pfannen mit einem Nagel. Der Pfannennagel.
Okay. Zwei Pfannen und gut, dann ist das Rätsel gelöst. Ist das der Pfannennagel? Nee, das sieht nicht aus wie der Pfannennagel. Das sieht aus wie der Pfannennagel. Ah. Okay. Ein schwerer Schlüssel. Perfekt. Mal sehen mal an. Okay. Wir haben einen schweren Schlüssel. Oh, kann ich da noch was drücken? Halt zurück. Ich kenne euch. Ihr macht komische Sachen. Nein, das ist nichts zum Drücken. Gut. Ich habe einen schweren Schlüssel. Der muss da hin. So. Zack. Schwerer Schlüssel. In das Loch. In. Aha. Ja. Wunderschön. Gilbert, du hast das auch. Das kann man als VR spielen. Das ist natürlich auch cool. Und noch ein Schlüssel. Und ja, ich habe es noch nicht gespielt und ich finde das sehr, sehr, sehr cool. Ein Kassettenschlüssel. Kastenschlüssel. Ah, ich weiß. Und das ist wahrscheinlich für hier. Würde ich jetzt einfach mal. Ja, ist es auch. Dreh dich. Ja. Dreh dich. Gut. Ah, der Stern. Ah, jetzt kommen wir hier ganz schnell voran. Leute, weil wir das alles schon heraus. Okay. Auch okay. Noch mehr Schlüssel? Wo bist du hin? Mein Stern. Einen Stern, der alles komisch aufgeht. Oh, einen neuen Zettel. Ach, Hutz. Ja. Du musst, das hattest du vor vergessen, da war bei dem ersten Rätsel lag auch schon ein Zettel dabei. Weiß nicht, ob du den gelesen hast. Den haben wir gelesen, den haben wir gelesen. Den habt ihr gelesen, sehr schön, sehr schön. Wolf, du darfst wieder, damit Lumi ihre Erzählerstimme hat. Soll ich wieder? Mhm. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon so weit gekommen. Oder schon weit gekommen. Insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Griechischer Wein. Ja. Albi, viel Spaß. Und danke, dass du bis dato mitgerätselt hast. Der braucht irgendwas wahrscheinlich. Kann ich nicht bewegen. Dem Ritter fehlt ein Schwert. Ja. Ja, der hat ein Schwert. Was? Wohin soll ich hinschauen? In den Chat. Trink mal was. Wenn du es noch nicht getragen hast. Ah. Trink. Ja, dann trinke ich doch mal was. Ah, danke dir. Ich muss nachschenken. Schenk mir mal schnell ein. So. Glück, 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 Glück. So. Ah. Dem fehlt ein Schwert. Der hat ein Schwert, der. Ah, das ist wahrscheinlich für den Ring. Für den Safe. Da ist ein. Ein Hallo? Ein. Ein Hallo ist da. Ja. Hast du das nicht gesehen, dass da ein Hallo liest? Oh, das kann ich drehen. Wohin? Die Öffnung zu ihm, hätte ich gesagt. Ja, will ich ja, aber will nicht jetzt. Nee, will er nicht. Ah, es geht nicht. Okay, das Viereck muss immer in passender Form sein. Benutzt das Okular. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Position hast du noch nicht. Ist das ein... Was ist das? Was ist was? Was soll das in der Art sein, was
ja. Das ist sowas wie ein Morgenstern oder so eine Keule. Streitkolben. Streitkolben, genau. Ja. Vielleicht das graue rechts oben. Vielleicht kann ich das da ran machen? Nein, nein, nicht das da. Das da brauchst du für die andere. Aber ich kann ja nicht rechts, also rechts oben, also da lang. Halt, noch einmal. Na? Noch einmal. So, dahin. Und dann? Ja. Und dann? Keine Ahnung. Mein Gedanke. Okay. Das eine ist für das Zahnrad-Ding. Ja, das ist wahrscheinlich hier für den Safe. Ich gehe mal zu dem Safe. Alles safe hier. So, gehen wir hier hin. Zack. Das ist der Außenring. So. Bing. So, dann du wissen wir. Ja, die Zahlen links. Ja, ich hatte einmal eine 5 und eine 2. Eins. Eins. Nee, geht das nicht. Das war falsch. Eins. Ah. Nee, du drehst falsch rum. Ich dreh falsch rum? Ja. So, dann ist das hier die 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Du musst erst rechts rumdrehen, dann links rum. 2, 3, nee. Okay. 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, nein? Nee. 1, 2. 1, ja, dann 2. Links rüber. Wie, links rüber? Andere Seite. Genau anders. Ja, aber wieso? Genau. Und dann das rechte. Das musst du herausfinden, wie hier die Reihenfolge ist. Jetzt rechts unten. Das sind die Punkte, die du da hast. Ja, aber wieso? Wieso? Ja, wie kamt ihr darauf? Ganz einfach. Als du das erste Mal nach links, wo das erste war, ging's zurück. Aber als du das links, rechts, gingen beide. Dann ja. Aber die Frage ist immer noch. Du drehst immer eine gewisse Anzahl rechts, links. Ja. Wie bei einem normalen Safe. Du hattest die Punkte oben drüber, daher wusstest du, welches 1, welches 2 ist. Die anderen musstest du herausfinden. Ah, okay, also da musste man es wirklich übertesten. Nee, es hätte ja sein können, dass ich irgendwo einen Hinweis verpasst habe. So, nee. Nach oben war 5, glaube ich, nach unten 2. Oder wie rum war es? Nochmal rausgucken. Also 1, 5, 1, 2, ja. Runter 5? Nee, runter 2. Okay. Der hatte zweimal zwei Zahlen gefunden, echt? Zweimal zwei Zahlen gefunden? Also hier. Drauf auf. 2. Und. Ne, hallo? 2. Und hier eine 5. Will er nicht. Oder ist das ein. Nee, ist noch nicht die 5. Ich will die 5. So. Ah, ein neuer Schlüssel. Ein neuer drehbarer Schlüssel. Ist das ein drehbarer Schlüssel? Jetzt ist er in sich einzeln drehbar. Ekelhaft. Okay. Muss ich mir den so angucken, damit ich das so richtig sehe. Mach mal so. Machen wir einfach mal erstmal so. So. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal das Symbol hier an. Wie muss dann der aussehen? Ah, meine Nase juckt. Wir haben keine Zeit für Nasen. Okay. Also Bein zur linken und ganz nach unten. Bein zur linken und ganz nach unten. So. Und wie sah das oben aus? Oben macht er so. Und mit der einen Hand ist er gar nicht. Okay. Macht er. Nein, unten ist richtig. Nee. So? Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Mal eben. Was? Was habe ich denn da falsch?
Jetzt sieht. Genau, spiegelverkehrt, klar. Ach, wie dumm. Aber das finde ich lustig, dass sie einem das zeigen jetzt. Hallo? Ich will das drehen. Ich habe ihn genau spiegelverkehrt gebaut. Natürlich doof. Mal spiegelverkehrt denken. So. Drehen. Na, dreh dich. Eisförmige Platte mit Sternsymbol. Okay. Eisförmige Ups. Platte mit Sternsymbol. Die hat einen Bubbel da oben. Ist da noch irgendwas? Ah, guck mal, das ist unser Stift. Hahaha, ich weiß wohin. Lass mich raus. Lass mich raus hier, ich bin Arzt. So. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das da ist es. Zack. Perfekt. Aber ich weiß halt nicht, wie. Oh. Tut das von allein. Ja, du hast das Schloss jetzt gelöst und jetzt geht's ans Zahnrad. Ah, das macht natürlich jetzt schon wieder Sinn. Zwei Siegel sind offen, nur noch eins. Juhu! Gewinne, gewinne. Oh. Lass mich, Doktor, ich bin so durch. So viel Doktor kann ich gar nicht sein. Okay, gucken wir uns erstmal das hier an. Hallo. Das hier angucken. Hallo? Kann ich da nicht ran? Möchte da ran? Lass mich ran da, ich will mich nicht winkeln. Ja, ja. So, jetzt. Was haben wir denn da? Non est ad astra